Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Ja, letztes Mal haben wir ja uns über diverse Möglichkeiten unterhalten, wie man doch, Wolle sauber bekommt. Und ich habe mich dann ja letzten Endes doch für unsere 95 Grad Baumwollwäsche entschieden. Ihr seid bald alle dran. Okay, man soll ja nicht so fies zu den Tieren sein, na? Sowieso soll man ja allgemein immer nett und höflich sein, aber gut. Es gibt auch Ausnahmen, wo wir dieses, jenes, welches. Bleibst du wohl da? Hallo? Hey, du, so. Vorwitzige Sau, du. Nee. Aber, ich wollte mal so sagen, wir holen uns jetzt erst einmal etwas Knochenmehl. Um das da oben wieder ein bisschen zu bepflanzen. Und dann können wir uns, glaube ich, auch so langsam mal Gedanken machen über Zäune. Davon haben wir ja genug. Das ist ja praktisch. Und wir gehen jetzt die... Ging das so? Ging das so? Oh, nee. Jetzt geht das los. War das jo? Nee. Ich meine, so, das wäre ja auch mal lustig, wenn das... Ja, das fängt natürlich wieder sehr gut an hier heute. Ich bin so ein Kacknoob. Ja. Auch Let's Player sind von der Fluch, also von der Belastung des Selbstzweifels nicht erhaben. Und auch wir müssen uns ab und an Dingen widmen, die uns eventuell keinen Spaß machen. Aber die nun mal getan werden müssen. Wie etwa Schafe bei 95 Grad in die Wäsche stopfen. Entschuldigung. Knochenmehl wollten wir haben. So. Wisst ihr was? Wo wir sowieso gerade hier oben sind, können wir eigentlich mal eben ganz kurz die Ziegel zu Ziegelstein formen. Wir haben tatsächlich nur... Aha, das ist doch Mist, ist das. Das ist mehr als Mist. Weil so kriegen wir nie unser Dach fertig. Niemals. Und ihr wisst, dass das stimmt. Wir werden es niemals fertig kriegen. Niemals. Wird dieses schöne Haus da hinten ein Dach haben, welches zu seiner anmutigen und imposanten Erscheinung dazu beitragen wird. Aber jetzt ist ja alles wieder schön grün. Ja, oh, ich mag es, wenn es grün ist. Man könnte jetzt da auch mal aufhören, alles drin rumzufuttern, Mann. Mensch. Aber wisst ihr was? Ihr braucht einen Baum. Da habt ihr. Wow, das ist ein schöner Baum. Ich will den Baum da unten haben. Das ist ein wirklich schöner Baum. Oh, schönes Bäumchen. Oh. Warum bist du denn so hart und so kratzig und so? Ich weiß auch nicht. So, habt ihr noch ein bisschen Gras? Ja, haha, könnt ihr ein bisschen, nein, bleibst du wohl da drin, nein. Oh. Nein, bleib da drin. Na, ich will die... So, genau, geh da wieder rein. Sag mal, du hast ja auch irgendwie so, an einer Waffel, ne? Ist natürlich jetzt die Frage, reicht das jetzt? Oder wollen wir das doch größer machen? Wobei wir dann natürlich jetzt mit dem Gras wieder in die Enge kommen. Fragen über Fragen, auf die ich leider im Moment... Was machst du denn da hinten? Hatten wir dich nicht eigentlich auch mal mit eingesperrt? Komm, gib mal dein Geld. Ja. Gut. Naja, gut. Dann wollen wir uns halt mal den anderen Dingen hinbegeben. Und das wäre zum Beispiel, dass wir hier eigentlich... Moment, haben wir eventuell noch welche auf Tasche? Da haben wir nur Steine, Pflastersteine. Wir haben doch bestimmt hier noch irgendwie Cobblestones drin. Irgendwo. Komm, ich habe doch hier bestimmt schon mal irgendwo was reingeschmissen. Ja, oder auch nicht. Da was drin? Nee, auch nicht. Okay. Das ist natürlich etwas, was nun nicht so angenehm ist. Nur von da nach da, nach da laufen. Nee, dahin laufen. Das ist natürlich... Ist das.
Ich find's nicht angenehm. Wisst ihr? Es ist so, 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 so. Es ist so. Oh, so. Ne? Nicht da. Ach, hier. Steine, da können wir die bei dir auch mal reinschmeißen. Kohle. Kohle haben wir schon wieder zum Tod schmeißen. Wieso haben wir eigentlich immer so viel Kohle? Ich glaube, das haben wir immer nur auf Tasche, oder? Naja, egal. Aber mir kommt da gerade eine Idee. Was wir eigentlich mal ausprobieren könnten, wäre... Das könnten wir eigentlich machen. Und zwar hier noch eine zweite Etage draufsetzen. Die Idee kommt mir jetzt hier mal so ganz spontan. Wirklich ohne Scheiß. Jetzt eigentlich wollte ich ja sowas in der Art machen, aber das hat irgendwie doch mehr Style. Letzten Endes. Dafür bräuchten wir nur Glowstone. Und wir bräuchten dafür Erde. Und wir bräuchten dafür Steine. Und was wir auch dafür bräuchten wäre... mal ganz kurz überlegen. Also, wenn wir jetzt... Das müssen wir mal eben in einem kleinen Maßstab nachbauen. So. Und zwar, im Moment ist es ja so, haben wir noch irgendwie was, was man schnell abbauen kann? Ja, das sind ja Steinziegel. Das ist natürlich uncool. Okay, dann nehmen wir das Holz. Nehmen wir das Holz. So. Und zwar, im Moment haben wir das hier so. Das ist die Breite. Hier ist Wasser. Also möchten wir rein theoretisch das erstmal so machen, damit wir hier erstmal den Wasserkasten haben. So, da muss da auf jeden Fall 2 hoch sein. So. Und dann auf dieser Ebene müsste das dann theoretisch wieder vom 9 beginnen. Nee, das müsste sogar noch ein höher sein. Blob? Nee. Müsste tatsächlich ein höher sein. Wisst ihr warum? Aus dem ganz einfachen Grunde, weil, wenn wir jetzt mal angenommen, auf dieser Höhe jetzt hier einmal rumbauen, wir müssen ja auch irgendwie sicherstellen, dass das Wasser unten nicht wieder rausfließt. Zumal müssen wir da auch irgendwo Platz für die Pistons haben. Und wir müssen sowieso dann nach oben kommen. Das wird interessant. Gut, dann machen wir das Ganze so hoch. Ist das so realistischer? Ich meine, das ist sowieso alles mehr oder weniger nicht wirklich realistisch, aber ich will hoffen, ihr wisst, was ich meine. So, weil dann haben wir da so denn das Wasser drin. Und dann können wir hier da so dicht machen. Da müsste sich das nämlich über die gesamte Dings so hinziehen. Hätte den sonderbaren, aber geilen Vorteil. Ja. Ja, ich glaube, das können wir sogar so lassen. Nee. Oder doch? Wir bauen es einfach mal so hin. Wir brauchen da ja noch gar nichts großartig drum herum bauen. Wir können da ja einfach nur mal eben irgendwas mit Erde hinklatschen und ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Weil letzten Endes für die Aussetzung müssten wir sowieso gleich noch in Nether rein, weil wir Glowstone brauchen. Glowstone aus dem ganz einfachen Grunde deshalb, weil wenn wir da oben jetzt einen rübersetzen, also eine komplette Etage über die anderen Felder da hinten, irgendwie muss das Ganze ja auch beleuchtet werden, beziehungsweise muss der ganze Rand da ja... Kannst du mir jetzt mal bitte da oben die Dings geben? Also irgendwie muss das ja auch beleuchtet werden. So, damit der ganze Kram wächst. Damit der ganze Kram wächst, wie gesagt, brauchen wir Licht. So, das sage ich jetzt, glaube ich, schon zum 6. Mal oder so. Auf jeden Fall brauchen wir Licht. Und diese Glowstones, die machen ja Licht. Und im Großen und Ganzen reicht das an Licht, was die Glowstones machen. Jetzt natürlich nur die Frage. Wollen wir das wirklich so machen? Ich klatsche erstmal den ganzen Ranz hier weg. So, und das können wir eigentlich auch gleich einsortieren, wo wir sowieso gerade hier sind. Jo, Steinziegel, ja. Dann die Eichen, na, die werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Das kann aber da rein, das kann da rein, das, na, die nicht. Das schmeiße ich gleich mal in den Ofen rein. Die Stufen, die können da rein. Oh, ich habe da unten noch Farbe. Da kann das noch rein, das kann da noch.
Jo, das auch noch rein. Der Zaun, der kommt da rein. Das Lapis Lazuli kommt hier rein. Die Ziegelsteine, die packen wir mal hier hinten rein. In diese Kiste. Eigentlich hätte ich da auch den Ton, also den gebrannten Ton da reinschmeißen können. Na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Erde. Und zwar Erde so viel, dass wir es gebrauchen können. Dass wir nicht andauernd hin und her laufen. Aber erstmal esse ich was. Das sind doch lieber erstmal die sichere Variante. Mal schauen, wie das wird. Erste Gebäude, was ich so frei Schnauze baue. Zumindest im Let's Play jetzt. So, das sollte erstmal reichen. Für den Anfang. Jetzt ist das dunkel draußen. Ich mag's nicht, wenn es draußen dunkel ist, Mann. Aber wo wir sowieso gerade bei dem Thema dunkel sind, wusstet ihr, dass Eskimos auch Kühlschränke haben? Keiner wird sich jetzt, also der eine oder andere wird sich jetzt von euch denken, ja, wofür brauchen die den denn? Ganz einfach. Die benutzen die nicht etwa, um ihre Lebensmittel kühl zu halten, sondern vielmehr dazu, damit den der Fisch nicht einfriert. Ihr werdet euch bestimmt gedacht haben, also eben so auch gedacht haben, so WTF, aber das ist wirklich so. Wartet mal. Das war ja eben kompletter Schwachsinn, was ich mir so gedacht habe. Weil, wenn ich jetzt mal angenommen hier jetzt einen Glowstone hinpacke, dann reicht das ja voll und ganz. Also ich meine jetzt von der Höhe her, dass das vom Licht her nicht reicht, das ist klar. Ja, dann brauche ich hier mal so. So. Jo. So. Jo. Oh. So. Und dann kann nämlich. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich jetzt hier. So, machen wir das mal so. Überlegen. So, wenn jetzt hier also dann das Wasser runterkommt, dann ist das ja gut, ist das. Hier kommt dann Glowstone hin, das symbolisiere ich jetzt einfach mal mit Holz, weil ich ja zurzeit kein Glowstone habe. Jo, möchte da aber eigentlich auch noch Glowstone hin. Ja, obwohl wäre es nicht sinnvoller, das so zu machen. Ich glaube fast, wa? Nee, das ist auch doof, weil wir den hier hinten so wenig haben. Ist ja auch wurscht. Kann ich mir gleich Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall. Dann haben wir. Wie machen wir denn den Proppen? Allgemein, wie machen wir das mit den Pistons? Das ist alles so confused, Mann. Alles so. Oh ja, die Musik hilft mir natürlich jetzt auch ungemein weiter. Also, wenn wir jetzt. Das ist ja so aufgebaut, dass die Pistons dauerhaft an sind. Das heißt, sie halten dauerhaft den Kies nach oben. Das heißt, dass ich das Gleiche hier auch machen müsste. Es sei denn, wir beschränken uns auf eine zweite Etage. Aber das wäre etwas uncool. Okay. Dann müssen wir das Ganze mal andersrum machen. Aber was heißt andersrum? Anders allgemein. Weil Tatsache ist, dass wir das Ganze hier so ein bisschen ausbauen müssen. Beziehungsweise anders bauen müssen. Weil, ganz ehrlich, das war damals nur eine Notlösung. Und so langsam möchte ich hier dann doch etwas Festeres, etwas Effektiveres haben. Jo. Ah. Und deshalb mache ich mir jetzt einfach mal so die Tür vor der Dings zu. Ah.
folgendes. Wir machen uns ein Feld.